Jetzt kommt bis ein bisschen gleich. Ich überlege, ob wir mal da vorbeigehen und denen das berichten, dass die Ithakas da waren. Wir waren das nicht, egal was gesagt wird, wir waren das nicht. Wir haben da nichts mitgenommen. Wir haben nur verteidigt. Wir schieben das alles auf Ithakas. Ja, die Ithakas haben das ja auch gemacht da. Auf die Ithakas und auf die Russen. Ja, die haben ja nichts damit zu tun, aber die Ithakas haben den Eingang geklemmt, also können die genauso gut geplündert haben. Ja. Wir haben nur den Eingang versperrt. Genau, wir haben da einen Kampf gehabt gegen die. Fertig, ab, Ende aus. Was der nicht weiß, was nicht weiß. Ich würde sagen, wir warten bis zum Tag und dann gehen wir mal rüber. So, ich mach mal eine Runde um die Burg rum. Mach ich gerade schon die ganze Zeit. Pass auf die Fallen auf, ne, Leute? Ja, ich bleib auf der Straße. Ich bleib auf der Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Was? Oh, hör auf! Das hat Raven neulich nachts schon gesungen. Ach so! Gestern habe ich sie auf die Mauer gelegt. Die klitzekleine Spinne krabbelt auf die Rinne. Wie war's damit? Da ist mir rausgerutscht, er hat mich auf der Mauer flach. Da bin ich aufgestanden und er sagt so, bleibst du liegen? Klatsch, haut mich um. Scheiße, jetzt liegst du auf dem Boden und nicht mehr auf meinem OP-Tisch. Wollt ihr die Niere klauen? Die hätte man toll verkaufen können. Also dein Pferd sieht man super hier, ne? Ja, die Rauchwolke, ne? Ja, dein Pferd räuchert. Ich vergifte. Räucherfleisch, hält sie länger. Hier, Safira, wenn du noch nichts zu tun hast, dann schmeiß ich auf dem Pferd und reit auch um die Burg rum. Aber pass auf die Pferde Dinge auf, ne? Ja, wir vorne auf dem Turm. Im Weg reiten. Ja, ein Turm deckt nicht so viel, optisch nicht so viel ab. Wenn, dann lauf entweder um die Mauer drumherum, oben auf der Mauer, oder reit um. Ich bleib lieber oben auf der Mauer, weil ich bin ja eben schon in eine Falle reingetreten. Hier liegt ein Holzbalken draußen. Das ist mein Bein gewesen. Aber ohne Fackel, ne? Ich hab nicht bemerkbar gemacht, aber... Das ist richtig. Das sind sehr wenig online, ne? Ja, ich denke mal, die Italiener kommen wieder so gegen 20 Uhr, so wie es jetzt die letzten Male war. Ja, komm einmal los, schieß auf ihn! Oh. Wenn ich schon lachen muss, müsstest du doch wissen, wer es ist. Das ist der König. Es ist unser König, er reitet von dannen. Sag das doch gleich, dann hätte ich die Nafta-Granaten geworfen. Funktionieren die eigentlich mittlerweile? Was heißt mittlerweile? Die haben schon immer funktioniert. Ja, aber wie baut man die? Welches Werkzeug? Gar keins. Du nimmst einen Nafta und nimmst... Nee, warte mal, du nimmst zwei Nafta und einmal Lehm. Und dann machst du das daraus. Aus Lehm und Nafta. Rechtsklick auf Nafta. Auf Nafta, ah, okay. Okay. Ja, alles klar. Dann mache ich mal welche. Aber qualitativ müssen die gut sein. Wer hat da einen Pfeil geschossen? Das war ich gerade. Soll das? Hast du gesehen? Ja. War super, ne? Wow, Runtime Error. Ach stimmt, ich habe ja gar keinen Nafta mehr. Shit, ich habe mich in meinen Das habe ich ja verbuddelt. Ja, ich bin eigentlich ein guter Bogenschütze. Ins Torhall? Was? Aha, The Forest, das war wirklich legendär. Weißt du, mitten im Wald, so ganz viele Meilen entfernt, da rennt einer rum, ne, und ich schieß Pfeil, klonk, getroffen. Ja, aber das hier ist nicht The Forest, das ist halt auch das andere, ne? Ja, Spiel bleibt Spiel. Es ist programmierbar, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, also ich habe The Forest noch nicht gespielt, aber ist man da sofort tot, wenn man getroffen wird? Weil hier musst du ja schon mindestens, sag ich mal, wenn der Typ volles Leben hat, mindestens so 4-5 Pfeile reinschießen, bis er überhaupt tot ist. Von den guten Pfeilen, also von den Pfeilen, die auch... Ja, in The Forest geht's halt gegen, Dings, wie heißt's, zum, Mutanten. Ah, okay. So eingeborene Kannibalen, die muss man da... Aber das geht auch per PvP, also wenn ich da mit dem Pfeil auf euch jagen tue, dann ist auch... Sabbat.
Aber wir haben ja keine Feinde auf dem Server. Ich würde gerne mal so Napta-Pfeile so mit so einer Granate vorne dran haben. Das wäre dann mal okay. Das wär das. Und dann in der Salve. Boom, 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 boom. Mörser. Perfekt. Napalmbombe geschmissen. Das ist der Erste Weltkrieg. Wo entstand der Erste Weltkrieg? Wie? Mit den Naftabomben. Naja, die haben ja Gas genommen. Das hier ist Krieg Zero, den wir hier führen. Aber man kann genau an den Ländern ausmachen, wer wirklich so gewalttätig ist, wenn, auch beim Spielen her, ne? Teilweise, ja. Inwiefern willst du, meinst du? Also so die Ukrainer oder Italiener, die sind doch ganz schön gewaltbereit. Ach so, meinst du an den Ländern? Hm? An den, also ich sagte jetzt an den Claims, kannst du das ausmachen, weil das, was da auf den Claims steht, ist ja im Endeffekt das, was jeder braucht. Also man sieht höchstens an der Mauer, wie groß die Mauer ist, oder? Ne? Ja, ich sehe, aber anhand von den Ländern meine ich, wie gewaltbereit die Leute sind. Machst du auch dann, wie gesagt, in den Spielen her. Hm. Wenn man unsere Burg so zum Beispiel sieht, würde man eigentlich sagen, das ist eine PvE-Burg. Die Leute können sich nicht schützen, weil es viel zu groß ist, was hier ist. Mhm. Und wenn die uns dann angreifen, kriegen die erstmal einen richtigen Hammer. Scheiße, die können sich ja doch schützen. Da locken auf einmal gleich 20 Mann ein, was soll der Scheiß? Das heißt, du hast noch Leute am Start mit? Also wenn jetzt gleich wirklich viele hier aufschlagen, hole ich die Söldner. Das heißt, die komplette Schwarze Legion steht uns dann zur Verfügung erstmal. Ja, leck mich am Arsch. Nee, das schmeckt nie. Dann hast du hier Hase, Bär, Osman, Gimli, also jede Menge Kämpfer. Torhall, zum Glück haben wir hier nicht die Burg angegriffen früher mal. Hätte ich. Wir sind hier. Wir sind so friedlich, wir Leute. Und du kannst richtig geil gucken bis ins Meer runter, ey. Wahnsinn, da. Ja, warte mal, der Bergfried wird noch abgerissen, da kommt noch eine Nummer größer drauf. Aber da erstmal muss die Mauer gemacht werden und danach wird der Bergfried dann nochmal neu gemacht. Und dann bist du nochmal ein Stückchen höher und kannst noch weiter gucken. Können wir bis zu den Jennings rüber gucken. Hättet ihr nicht auf dem Gipfel oben bauen können? Ja, aber da wäre zu wenig Platz gewesen. Alles umgraben, der ganze Berg, Minecraft. Also das hier, was wir hier stehen haben, hättest du nicht auf den Gipfel gekriegt, das wäre zu groß. Ja, das wäre ein bisschen zu groß. Wow, hier ist ja ein riesen Loch drin. Ist einer ins Loch gefallen? Sie haben überall so ein bisschen Licht an, ne, bei den manchen. Scheiße. Komm ich nicht darüber. Wo hat man eigentlich die Nordost-Südwest Anzeiger? Was, die Nordost-Südwest-Anzeiger? Ja, hat man hier irgendwie was im Spiel, dass man sagen kann, okay, ich hab einen Kompass. Du machst die Map auf und dann hast du oben Norden, unten Süden, ja, so wie es halt normal ist. Achso. Und dann hast du ein Männchen mit einer kleinen Spitze dran. Genau, und dann kannst du dir entscheiden, wo du hinguckst, und dann siehst du, welche Richtung es ist. Ich bin ins Loch gefallen. Ich kann mich nicht nach Hause. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Das heißt wirklich eigentlich, dass du jetzt wahrscheinlich die ganze Jotala da drin sitzen wirst. Nee, oder? Ja, du kommst da nicht raus. Stuck. Das würde, glaube ich, nicht funktionieren, weil der in dem Loch stucken würde. Das ist so gebaut, dass man da drin bleibt, wenn man stuckt. Nee, nicht. Scheiße! Das ist die Frage, was passiert, wenn du wieder einloggst nach den neuen Regeln. Man kann sich ja scheinbar nicht mehr auf Mauern backen. Versuch's einfach schnell. Schon mal zu Jota. Das ist schon mal was wert. Wärst du mir bitte ein Teil zu? Such's doch schnell mal. Geht doch nicht. Ich meine raus. Also wir müssen gucken, wo du bist und dann... Jetzt habe ich gerade einen Megalack. Ja, ich bin rausgeflogen. Also wir müssen gucken, wo du bist und dann am besten da einen Steg drüber legen und dann musst du einmal ein- und ausloggen. Vielleicht hast du Glück, dass du da drauf landest. Ich such sie schon. Hier unten. Hier unten, guck. Ja, unter dir.
Ja, du stehst da auf ihr drauf im Prinzip. Du Sau! Sau! Du stehst auf ihr. Stehst halt auf ihr. Es ist stockdunkel. Da müssen wir irgendwo Stege in der Nähe auf dem Steg. Ja, ja, ja. Oh, und ich bin extra gehüpft von einem Ding zum anderen. Er hätte es auf der oben auf der Mauer. Dem Zinne, auf der Zinne laufen sollen. Soll ich noch warten? Oder soll ich mal einloggen? Ne, warten. Also wir brauchen auf jeden Fall irgendwann neue Feuer wieder. Es ist verdammt ruhig. Platziert. Die Nacht ist bald zu Ende. Dann nochmal einloggt der da. Na gut, ich dachte, den Gespäter, der. Der arme Kerl, du. Bleib stehen, ich kann mich nicht mehr wegbewegen, scheiße. Oder läuft. Das ist. Oh. Okay, jetzt kann ich weiter. Da hörst du die ganze Zeit. Wie bei Tom und Jerry so klock, 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 klock. Ja, wenn der nichts anhat, ist der wahrscheinlich schon nach der ersten Falle tot. Ist der da? Wenn ich gerade. Da ist irgendwas. Nee, das ist ein Busch. Oh, ich sehe gar nichts. Push. Nee, ich immer noch unten. Ja, das heißt, du darfst jetzt bis Ende der JH warten quasi und dann kannst du dich rausporten. Und haben wir einen Krieger verloren. Haben wir gut gebaut, ne? Ja, super. Wir haben ja nie daran gedacht, dass unsere eigenen Leute nicht an unsere eigenen Fallen denken. Also sie hat halt. Ist da halt entlang gelaufen. Und gejumpt. Aber, hier, Dead by Daylight ist aber genauso geil, ne? Da legt der Fallensteller, legt eine Falle aus und tritt selber rein. Das sieht so lustig aus. Beten geht jetzt nicht. Nee, geht jetzt nicht. Kannst du nur nach der Götter. Trink doch Gummibärensaft. Es ist verdammt ruhig. Das könnte man vielleicht auch machen, dass er dann vielleicht hochspringen kann dadurch, ja. Das könnte man machen, ja. Warte mal, habt ihr. Wo seid ihr? Ich überlege, was großen. Ein Baumstamm macht nichts, der ist zu breit, um den da reinzulegen. Aber eine Kiste oder ein Fass oder sowas, das ist schön. Warte, das. Mach doch ein Fass auf. Wo genau seid ihr? Ich bin gerade bei Solen. Hier im Loch! Ich suche gerade einen Weg, dass ich da gescheit hochkomme. Hat er hier nichts? Keine Treppe. Hast du das große Loch verfehlt oder welches? Achso, das. Der Raven läuft gleich vorbei. Da liegt was auf dem Boden an der Stelle. Also da habe ich ja was hingelegt. Ah, jetzt muss ich ganz außen rum. Halt, du bist glaube ich gerade vorbeigelaufen. Jetzt hier nach oben. Du kannst auch keine Waffen ausrüsten oder so. Umtauschen. Doch, kann ich. Mach mal deine Fackel an. Und zeig allen Gegnern, dass du da gefangen bist und nichts machen kannst. Also ich weiß nicht, ich bin hier gelaufen, aber ich hab da keinen gesehen im Loch. Oh, 12 Leute drauf. Okay. Da hat die Fackel an. 12 Leute jetzt da? Ja. Oh, Elite, die sind da. Leute, die sind da, die Itakas. Meine Feinde fangen. Loch. Ah, da hinten brennt's, okay. Sie erleuchtet das Loch. Ich meine, es ist. auf Einhard ist es ja gut, wenn sie drinne ist, ne? Das ist dann die. Leuchte. Die Burgleuchte. Mauerleuchte. Genau. Oder auch hier, wenn jemand reinfällt, die Raubkatzen, Grube, ne? Einen mit der Axt über. Richtig, so bringt die nächsten her. Wie war das? Das ist richtig. Winke. Ja, würde ich jetzt den Dingens ausgerüstet haben, würde ich erstmal meinen Kopf jetzt schütteln. Aber tut mir leid, habe ich leider nicht in meiner Slotlist. Ich kann es ganz selber machen, guck. Also es sind nur zwei Italiener, sind das, also das ist normalerweise Pillepalle.
Warte. Momentan sind es zwei, aber ich sag mal, die kommen bestimmt gegen 20 Uhr. Das ist nämlich so die Zeit, wo die angelockt sind alle. Elite und Elito, ne? Genau, alles was mit Elite da ist. Elite und Elito. Bitte. Holt mich hier raus! Du bist kein Star. Arschloch. Oh, so böse zum König, also. Deckel drauf, wenn du weiter so böse bist. Das wollte ich nicht. Ich... Ja, das Gute ist, wir können dir Essen zuwerfen. Fütterung der Raubtiere verboten. Tiere sind Ach so. Wie sagt man so schön, ich wollte euch nur zeigen, man ist nicht echt. Tada! Ja. Hast du irgendwo was hergeholt, Philipp? Nee, hey, was brauchst du? Entweder ein Fass oder Kisten. Also Fässer oder Kisten. Hier ist schon mal ein Fass, was man nehmen kann. Braucht man mehr als eins, ja? Na, wahrscheinlich drei. Ja. Würde ich jetzt so sagen. Guck mal. Alter, darfst du zur JH hier noch gucken, dass du da jemanden rauskriegst? Mhm. Kannst du nicht mal deine Burg verteidigen? Das ist ganz natürlich, du. Ach, über die Löcher, da hüpf ich rüber. Ich hab sogar vorher noch gesagt, lauf über die Zinne, glaube ich, ne? Ich bin doch darüber gelaufen. Und ich hatte es vorher schon, auch schon mal erwähnt, wo ich gemeint habe, ach, die scheiß Löcher, die regen mich auf. Ja, ja, passiert halt. Ja, Shaolin sollte da drüben die Stege noch auslegen. Jeder Abteil musste seine Stege quasi selber auslegen. Shaolin hat die nur oben auf der Zinne gelegt. Aber der hat gesagt, er hat das irgendwie nicht hingekriegt oder so. Es ist still um die Burg. Wir waren nur allein. Wir hörten das Gebrüll von den anderen. Sie wurden abgeschlachtet wie Vieh. Hä? Was? Echt jetzt? Wo? Ich muss hier eine kleine Geschichte reinbringen beim Let's Play. Also, es geht ja nicht, dass wir einfach so hier. Das kommen die nachher alle auf unserem Kanal hier, weißt du, und sagen: Och, das ist ja easy da drüben. Ja, die können alle hier in den Channel kommen. Hier bei mir auf meinen Server. Und dann zeige ich dir mal, was easy ist und was nicht. Wie war das? Und ich komme da nicht schon in die Falle gefallen. Ich will nicht auch reinfallen. Stell ab. Spring drauf. Los, komm zu mir ins Loch. Abgestellt und wieder. Wie war das? Los, komm zu mir ins Loch. Was ausruft? Nee, man hat mich gehört. Los, Philipp, komm zu mir ins Loch. Hopp, zack. Nee, ich würde in ein anderes springen. Getrennt. Im Spiel, Im Spiel doch nicht, im Spiel sind die Geschwister, hallo? Ja, trotzdem nimmt ein anderes Loch. In welchem Loch ist sie? Ich schmeiß mal gerade einen Pfeilhagel runter. Wir hauen den Lukas, ne, wo die Köpfe da aus den Löchern kommen. Junge, richtig. Ich bin gleich wieder da. Ja. Ich werde es mir merken, wartet nur ab. Weil der erste Loch, Kopf aus dem Loch kommt, dann Ding. Will hier raus. Hier können wir schon mal nicht mehr weiter wegen den komischen Querstegen. Gib mir doch einfach eine Leiter runter. Passt da eine? Nicht. Irgendwo liegen, dass wir dir die schieben können. Nö. Was ist da? Guck mal, da. Das wolltest du vorhin machen, wa? In welches Eck willst du denn hin? Ich bin so ein Scheißloch, ey. Mann.
Peinlich. Brauchtest Action. Das schon. Der erste ist unten. Reicht noch nicht. Naja, so ist das, ne? Oben sieht es noch ruhig aus? Bis jetzt sieht noch alles ruhig aus, ja. Wirklich? Okay. Die Schafe schlafen noch alles. Die Schafe schlafen noch alles. Wir uns hier die ganze Zeit da drum, aber die greifen uns schon von einer Seite an, immer. Nee, ich achte ja alles drauf, hier ist alles ruhig. Außer halt hier die Richtung in Richtung Moorwacht ist halt sehr dunkel, ne? Richtung Moorwacht? Haben die alles ausgemacht oder was? Fehlt Licht. Hä? Hier fehlt das Licht. Bei uns an der Mauer, meinte er. So, die Wachfeuer. Hast du noch irgendwo ein Kistchen oder sowas, Philipp? Naja. Ja, habe ich, pass auf, unter der Treppe bei uns. Das ist zu weit, ich hol ein Fass. Ist zwar Kohle drin, aber egal. Jetzt machst du ein Fass auf, wa? Das ist näher. Jetzt machst du ein Fass auf, wa? Hast du das andere hingebracht, oder? Eins ist schon drin, ich wollte jetzt noch eins holen. Das steht hier gleich vorne, ich habe hier eins abgestellt. Aber warte, schnapp dir eins, wenn du in die Ding reinkommst, ins große Lagerhaus, gleich links. Das erste Fass, da müsste Kohle drin sein, das kannst du mitnehmen, was auf dem Boden steht. Stehen zwei auf dem Boden und eins oben drauf. Dann ja. Suche ich mal das Fass, was ich hier auf die Mauer gestellt habe. Auf jeden Fall kann man jetzt auch bis zu ihr hinlaufen, ich habe die Dinger ausgelegt. Sehr gut. Ja, dann musst du dir die gleich da drinnen so hinbauen, dass du da quasi dadurch rausspringen kannst durch die drei Teile. Sollte eigentlich funktionieren mit dreien, glaube ich. So, mal gucken, ne? Klappt. Oh, jetzt wird der Himmel wieder so schön grün. Ich will Leute töten. Huhu. Hallöchen. Hallöchen. Jetzt kommen langsam die Elite-Leute an, hä? Ja, so gegen 20 Uhr, habe ich doch gesagt. Ja. Woher wusstest du? Ja, weil die jetzt die letzten Tage immer gegen 20 Uhr alle so online gekommen sind. Okay. Oh, wie soll ich das da unten abstellen? Aber die anderen sind auch da, ne? Also der Fink-Lanze-Flott ist jetzt da. Ja, da ist ein neuer, warte mal, wer ist der? Eldur Uglison, das ist genau. Ein Schweizer. Der okay. Ist neutral. Andre Bruce? Sagt mir gar nichts. Und hast du gesehen, der Ken Zaydivan ist wieder da. Ich habe schon mit ihm gesprochen. Okay. Hat ihm gesagt, dass ihr so nett wart und für ihn das geclaimt hat, damit da keiner rangeht. Wir haben das, was heißt geclaimt? Wir haben für ihn da sogar gekämpft, mehr oder weniger noch. Okay. Wir haben ja die Tore da richtig verbarrikadiert, weil die Ithakas das ja eingenommen hatten. Achso, das hat er gesehen gehabt. Da blieb uns aber nichts anderes übrig, weil die Ithakas hatten das offen und wir wollten da ja jetzt nicht die ganze Nacht stehen bleiben, weil wer weiß, wann die da hingekommen sind. Ja? Oder immer wieder hinkommen. Ja, klar. Und dann haben wir da einfach zugeballert. Aber er hat wohl gestern Nacht schon wieder das Monument aufgefüllt, sodass das Gebiet jetzt schon wieder entsprechend gewachsen ist. Also das müsste sich bald wieder gegessen haben. Ja, hoffen wir's. Warum war er denn nicht da? Ja. Wie soll ich sagen? Da Wadjet wohl im Moment auch so ein bisschen Unlust gepackt hat. So hörte sich das zumindest an. Und er alleine hatte dann da nicht so viel Lust. Okay. Ja, aber kommen doch jetzt immer wieder neue Leute. Soll er sich neue suchen? Fertig ab. Soll er Wadjet sagen, der soll noch einmal einloggen und ihm wenigstens den Leader geben? So fair wird er ja wohl sein, wenn Wadjet nicht selber spielen will. Oder? Soll ich mich jetzt nicht besser aufeinander? Wobei, war wohl nicht so, dass er nicht mehr spielen will. Er hat nur im Moment gerade keine Lust. Ach so, okay. Ist nichts, was wohl von Dauer sein muss. So habe ich es zumindest verstanden. Okay.
Ja, wir machen hier gerade Rescue-Aktion. Rescue-Aktion, okay. Einer unserer eigenen Leute ist in der Falle getappt. Oh Mist. Ja, kommt man nur mit Beten wieder raus. Und dadurch, dass du ja nicht in der JH beten kannst, musst du so warten, bis die JH vorbei ist. Nein! Zumindest ist er geschützt. Das ist richtig. Das heißt, ihr habt Saphira eingemauert? Ja. Sie hat sich eingemauert. Sie selber gemacht. Okay. Ist ruhig. Was wäre, wenn man da mit dem Pferd durchreitet? Kannst du da nicht. Du kriegst da nicht mal ein Pferd ausgepackt da. Wenn du da drin bist, bist du da drin. Raus mit rein. Das ist halt extra raus so ein mit rein. Fallgraben, der zum Töten gemacht wurde. Ne? Wenn da einer ein drin Fallgraben. Ist, kannst du hingehen mit einem Pfeil und Bogen und den locker abschießen, ohne dass der überhaupt was machen kann. Was ist Suka? Suka? Keine Ahnung. Jetzt ist dunkel geworden. Moment, ich guck mal, ich lass mal übersetzen. Jetzt wird's gleich wieder. Suka heißt so viel wie Arschloch oder so. Wen haben die? Haben die sich jetzt jemanden geschnappt oder was? Ah, der eine ist rausgegangen eben, ne? Der gerade geschrieben hat. Von Elite, der ist raus. Leck. Ich glaube, das wird jetzt gleich wieder hell. Mir lag es auch gerade. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welches Loch. Hast du das Licht ausgemacht? Ah. Nee, sie ist rausgegangen aus dem Loch. Sie ist raus aus dem Loch. Also sie hat sich raus... Sie hängt da. Sie hat die Kisten verdammt blöd da abgestellt. Du musst die Kiste in die Ecke stellen, dass da kein Loch ist. Ach so, der Übersetzer sagt, das wäre kroatisch, würde dann übersetzt Richter heißen. Also ich gehe davon aus, dass das eher ein Name ist. GM oder so. Oder die wollten Admin oder sowas. Das kann sein. Also sie hat, sie ist komplett draußen, ne? Sie schafft es nicht mehr. Sie fällt immer wieder auf den Arsch. Oh, ich sehe es, ja. Mit Stuck auch nicht. Warte, warum fällt sie denn? Man ja, da weil was? Die Truhen, die Fässer hat sie so gebaut, dass sie quasi in der Ecke jetzt eine Luftlücke hat. Und den ja, aber Herzen. Kannst du irgendwie Platz machen, dann kann ich es vielleicht aufheben. Braucht ihr Hilfe? Warte mal. Oder ist das bei euch Innerbase oder was? Ja, ja. Okay. Hä? Hä? So, das erste Fass habe ich. Ist draußen! Ich bin draußen! Ja, weil Fass weg ist. Du bist durchgespackt, nachdem ich das Fass weggenommen habe. Wie krass. Jetzt aber schnell nach Hause. Ja, und pass bitte auf, dass das nie normal einfach passiert. Nee, komm, und komm hier hoch und hol noch ein Fass und bring es wieder zurück. Ja, aber nicht reinfallen. Ja, ich nehm das, was da unten drin ist. Nee, ich geh da jetzt nicht mehr rein. Das kannst du vergessen. Wie? Sie hat Angst. Sie hat Angst vor Löchern. Wie war das nochmal? Wer zweideutig denkt, lebt eindeutig lustiger. Okay, ich komm nicht an das Fass rein. Ja, das ist wahr. Ah, oh, Stier. Also ich würde mich jetzt auf jeden Fall vor Angst in die Hosen scheißen, wenn jetzt plötzlich, da wo es jetzt so dunkel ist, ne, so 10, 20 Lampen angehen würden. Aber jetzt hängen wir hier fest. Passieren würde. Wo hängst du denn immer fest? In dem Kniesel? Ja, ich hänge im Kniesel. Mach das easy. Ich noch mal schnell durch Gift ziehen und dann raus da. Du wolltest es aber wissen, ne? Du lässt deinen Feinden aber auch überhaupt keine Chance. Ja, wenn da 10 Stück sind, hey, dann muss ich aber ein bisschen, ne, Vorarbeit leisten.